Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wie steige ich auf? Wir waren stehen geblieben bei 98 LP Unlucky. Ich dachte mir, komm, auf die zwei Punkte kommt es nicht an. Deswegen habe ich jetzt eben gerade einfach ein Spiel gemacht, direkt gewonnen und wir sind in der Promo. Wir sind wieder in der Promo zu Platin 1. Wir hatten ja das Pech, dass wir gedroppt sind, aber ich habe euch schon mal gesagt, bleibt am Ball. Jeder hat diese Phase, wo es einfach mal nicht läuft. Jeder hat einen Off-Day, jeder hat mal diesen Tag, wo er einfach Bock auf LOL hat, obwohl er nicht in der Verfassung ist. Dann hat er zwei Games verloren, dann denkt er, ich spiele noch weiter, bis ich eins gewinne. Dann verlierst du noch eins, dann wirst du mad, dann spielst du schlecht. Und jeder hat mal einfach diese Phase, wo es nicht läuft. Und ihr müsst auf jeden Fall am Ball bleiben und weitermachen. So wie wir jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt in der Promo. Selbst wenn wir die Promo jetzt verkacken, was ich nicht hoffe, wir müssen weitermachen. Wir wollen ja irgendwie aufsteigen und deswegen geht's jetzt wieder los. Normalerweise spiele ich nicht. Also, ich spiele schon gerne LeBlanc, aber ich empfehle sie nicht immer. Ich habe sie deswegen jetzt gepickt, weil die Gegner einen Twisted Fate haben und LeBlanc ist gut gegen Twisted Fate. Deswegen habe ich sie gepickt, weil es halt ein guter Counterpick schon mal hier für mein Lane-Matchup ist. Es ist einer der Twisted Fates, die man nicht pushen. Das sagt, jetzt hat er die rote Karte gezogen, aber die Twisted Fates, die anfangen zu pushen, da weißt du direkt, dass sie gut sind. Okay, wir haben beide unser Thunderlords drauf geprockt. Der Damage, den ich gemacht habe, war aber größer, weil ich mehr Minions am Stissel hatte, die zusätzlich draufgeknallt haben. Sein erster Trank ist jetzt rausgegangen. Ich bin jetzt gleich Level 2. Okay, ich habe ihn leider mit meiner W nicht erwischt, weswegen mein Q nicht getriggert ist. Ich wollte aber nicht zu dicht an den Tower springen. Habe so versucht, mit der Kante ihn zu erwischen. Das hat jetzt nicht funktioniert. Wen haben die im Walde? Graves. Ja, Graves kommt sogar gut durch. Muss ich darauf achten, dass er. Okay, jetzt nehme ich auch meinen ersten Tank, dass er nicht direkt kommt. First Blood für die Gegner auf der Bot. Oh, Twitch und Braum. Ich glaube, die sind ganz gut gegen den Jhin. Ich lasse bewusst den Twisted Fate jetzt ein bisschen pushen, weil ab Level 3 kann man super easy bei LeBlanc ganken. Wenn sie ihre Ketten trifft, ist das einfach safe. Und das müsste einfach sein, um einen Flash rauszuziehen. Der Twisted Fate steht so aggressiv. Ihr seht das schon selbst. Das wäre im Prinzip für Rexer jetzt ein gefundenes Fressen. Hat er sich gerecallt? Hat sich der Twisted Fate gerecallt? Was hat er? Er hat keinen Teleport, er hat Summoner hier. Er hat 19 CS, ich habe jetzt 23. Also, und der Freeze auf meiner Seite. Also, ich stehe eigentlich gerade ganz gut hier. Ja, ich weiß. Irgendwer hat sich. Da ist er, da ist er. Wäre der Rex ja direkt runtergelaufen. Hashtag Kommunikation. Es ist sehr ausgeglichen vom Farm. Ab Level 6 kann ich zum Glück ganz, ganz einfache Kombos bringen. Und er muss halt auf Level 6 auf anderen Lanes was holen. Er pusht weiter. Ich bleibe, glaube ich, nochmal hier. Ich war zwar jetzt nicht einkaufen, aber ich müsste dementsprechend vor dem Level 6 sein, weil ich mehr Erfahrung als er habe. Oh, die Minions haben ihn so geblockt, dass er von mir gehittet wurde. Jetzt hat er Angst. Okay, die Minions nehme ich auch. Ich bin gleich Level 6. Er wird wahrscheinlich da bleiben.
Ja. Ich spare jetzt mein ganzes Mana und versuche ihn mit Level 6 zu killen. Der eine Auto-Attack! Graves geflasht, oder? Ne, TF hat geflasht. Natürlich, genau dann. Ich hab's ja laut gesagt, was ich plane. Der All-In wäre easy gewesen, wenn der Graves nicht gekommen wäre. Hat sich auch noch so schön offensiv in meine Minions reingestellt. Ne, in seine. Deswegen die Ketten nicht getroffen haben. Das ist leider etwas unglücklich. Rek'Sai, TF is more than free, no flash. Twisted Fate ist einer der leichtesten Champions im gesamten Spiel, den man ganken kann. Gerade wenn ihr den LeBlanc auf der Lane habt. Shit, ey, da hat mich der Dings erwischt. Kurz mal ausgepusht, damit ich hier beim Drachen aushelfen kann. Das wurde nicht geklaut. Und wir haben ihn. Wolibär, hat er runter TP? Der Twisted Fate wird es riechen, dass ich da bin. Der wird hier wahrscheinlich hier runterkommen. Der Graves ist low. Die Frage ist, macht er gleich seinen Red Buff? Oh mein Gott, es könnte klappen. Seine Geister sind nicht ab. Klar, er muss eigentlich zum Red Buff gehen. Aber warum macht er es nicht? Nice, das war die Rache. Die böse, bittere Rache. Ich muss aufpassen, dass der TF mich nicht vom Farm abhält. Macht er nicht. Nice. Sehr freundlich von ihm. So, die Minions schon mal angesoftet. Oh. So, 58 CS. Böse Feld hat keine Ulti mehr. Die hat er gerade benutzt beim Drachen. Da ist er. Wir können Poppy diven. Wolibear hat eine gewisse Tankiness. Schade, ich habe ihn weggepinkt, weil ich in den nächsten Wave diven wollte. Oh, ich muss aufpassen, Twisted Fate könnte runter rotieren. Ist nicht runter rotiert. Scheiße, ich versuche gerade irgendwie zu farmen und zu roamen gleichzeitig. Das funktioniert nicht so gut. Okay. Shit! Mein Ignite hat ausgereicht. Ich helfe dir nicht, mein Digga.
Poppy ist in der Nähe und ich bin low? Wie soll ich denn da den Herald helfen? Okay, er will wahrscheinlich, dass Woli lieber hilft. Nicht, dass so. Okay, ich rotiere jetzt nochmal auf die Bot. Ich habe zwar wenig Tränke, aber ich habe meine Ulti wieder ab. Die sind beschäftigt am Herald. Wie? Twitch ist nicht an meinen Ketten verreckt. Da war er, lol. Wie? Was zum Teufel? War der Twitch? Ist er weggeflasht? Ich war voll verwirrt kurz. Aber, never mind. Nächster Kill. CS-technisch ist der Twisted Fate jetzt. Ahead, er hat 10 mehr. Er läuft auf die Top Lane. Ich versuche schon das Tempo so irgendwie anzuheizen. Jetzt Graves gekillt. Botlane und Support. Aber der Twisted Fate ist auch echt überall. Warte. Okay, wieder ausgepusht. Das ist immer ein abwechselndes Auspushen und wer dann besser roamen kann. Twisted Fate ist auf jeden Fall noch top. What? So viel dazu. Lol, meine Ulti ging auch nicht ru- Okay, never mind. Wie macht man das jetzt extra, hä? Why? Ich warte bis... Thunderlord ist wenigstens noch reingegangen. Er ist etwas geschwächt. Warum? Wieso hat der Kennelminion mich angegriffen, nachdem ich aus der Unsichtbarkeit rausgekommen bin? Oh, die sind am Infernal Drake dran. Fuck, das... Wieder. TF, no flash. Oh, er versucht ihn zu klauen. Und er kennt ihn! Und wir kriegen auch noch einen Kill, selbst wenn er jetzt stirbt. Aber nein, er hat noch seinen Flash. Ich kann rotieren, Guys. Ich kann rotieren. Starke Geschichte. Ganz stark. Und ich glaube, der Twisted Fate will wieder zurück auf die Lane hier. Diesmal reicht das Signal. Diesmal reicht das Signal. Diesmal fucking reicht das Signal! Ich hab echt... Der Twisted Fate hat auch sehr squishy gebaut. Das war jetzt echt zweimal extrem unlucky, dass die Fights jeweils ein Auto-Attack. Da seht ihr mal, wie knapp das sein kann. Jetzt habe ich einen Blue Buff. Ich würde mich ehrlich gesagt gerne weiter in der Midlane bzw. Botlane aufhalten.
Twisted Fate will, glaube ich, top ultien. LOL! Die Ratte läuft in den Ward. Währenddessen konnte ich nochmal wieder auf die... Wie gesagt, auf der Botlane habe ich die größten Chancen. Volibear hat sogar noch einen Kill bekommen. Von daher... Oh, Double Buff Twisted Fate. Ja, läuft auf die Toplane. Der Assi. Okay, inzwischen halte ich gut dem Tempo von Twisted Fate gegen. Das Wichtigste gegen Twisted Fate ist auch immer, dass ihr schnell auspusht, damit er nicht so viel roamen kann. Und wenn er es tut, dass er Tower Damage kriegt. Guckt euch das an, wie geschwächt sein Tower ist. Das war mal ein Trade for free. Wenn ich das jetzt schnell nochmal hinkriege, dann ist dein Double Buff weg. Aber ich glaube, der ist sowieso gleich weg. Wenn ich nicht rechtzeitig hinkriege. Okay, der Tower gehört mir. Scheiße, meine Ketten machen noch kein Damage. Ich musste an die Stelle zurück. Void Step oder Abyssal? Void Step. Egal, die pushen Bot. Whatever, der Braum, der kümmert sich nicht um die Botlane. Gegen 3, ich glaube, das gewinnt mein Team. Außerdem bin ich in den. Ja, okay, jetzt sind sie zu viert. Bobby. Jetzt ist so ein bisschen Chaos ausgebrochen und der Twisted Fate kann machen, was er will. Das gefällt mir nicht. Aber die sind schön deep, ich kann hinterher roam. Der Twitch ist doch niemals alleine. Ne, wieder ein Auto-Attack. Die Ignite ist drinne. Wow, der hat mich fast mitgenommen, der Graves. Puh.
Diesmal war die knappe Geschichte zum Glück auf unserer Seite. WTF. Twisted Fate auch inzwischen bei 6 Kills beteiligt. Er ist noch nicht so oft gestorben wie ich. Blue Buff nehme ich auch noch mit. Wir haben inzwischen 3 Drachen. Okay. Midlane Farm noch, dann würde ich gerne shoppen gehen, mir einen großen Stab holen. Okay, nice, das passt. 170 CS. Was haben die anderen so? Okay. Farm läuft, Homeguard Boots, Blue Buff, alles ist ab. Das finde ich mutig. Botlane zu. Okay, RIP. Ganz tief von der Janna gerade gegangen. Das darf man echt nicht machen, gerade gegen den Twisted Fate. Was ist noch nicht gewonnen? Jetzt bin ich mad, Alter. Warum macht man sowas? Ich kann es verstehen, dass man auspushen will, um Tower zu holen, aber wir hatten da keine Chance, den Tower zu holen gerade. Fucking Rexer, Alter. Boah, ich habe schon so viel Damage, ne? Noch ein bisschen mehr Farm. Und ich one-shotte jeden. Man darf niemals LeBlanc Farm wegnehmen. Okay, das Bärchen entscheidet sich reinzugehen. Das ist keine gute Idee. Rexai, wo ist Rexai? Okay, Twisted Fate keine Ulti, der hat da aber richtig rausgehauen, einfach so. Ach komm schon, die Hitbox von Poppy Summer ist viel zu groß. Er ist stehen geblieben. Nee, er ist nicht stehen geblieben. Wir haben keine Kreise mehr gesehen. Ja, reicht das Ignite? Nee. Muss sehr knapp gewesen sein. Hat sich kurz umgedreht. Ah, die Karten von Twisted Fate.
Oh mein Gott, die Poppy outplayt hier gerade jeden, ey. Das ist ja unfassbar. Boah, dieses Game ist echt... Heute ist einfach nicht mein Tag. Heute ist einer dieser Tage. Der sogenannte Off-Day. Die Karte. Da. Der nächste Infernal Drake. Da steht ein Pink Ward, der wird das Verhängnis. Oh mein Gott, wie viel Damage habe ich bitte? Das war ja null Chance für den. Braum ist tanky as shit! Okay, danke. Holy bit. Auf die Position zurück! Jawohl. Ich bin tot. Boah, er hat meine Ulti nicht für mich benutzt. Warum hat er mich verschont? Warum hat der Graves nicht verschont? Vielleicht dachte er, die Ulti reicht nicht für mich? Keine Ahnung. Oh, Rabidons. Mit dem Rabidons habe ich jetzt viel Damage. Ich überlege mir jetzt noch also jetzt brauche ich glaube ich erstmal ein Stundenglas. Puh, dieses Game ist echt tense. Okay, bei denen sind zwei auf der Bot. Okay, Twisted Fate hat geultet. Ich glaube, die wollten gucken, ob wir Baron machen. Okay, wir sind in Überzahl jetzt und ich habe gleich wieder mein Ulti. Nice, der ist RIP. Ich hab wieder meine Ulti. Nice. Twisted Fate lebt wieder. Vorsicht vom Ratatatata. Hauptsächlich ich muss aufpassen. Das wäre Lebensmüde von Twitch hier reinzugehen.
Der Jen kriegt die ganzen Kills. Wo lieber will lieber dahin, warum eigentlich nicht? Ne, den haben wir auch schon mal. Richtig gut, richtig gute Janna Heals jetzt. Also beim ersten Mal hat es mir nicht so gefallen, aber man muss sagen, die Janna Ultis waren jetzt wirklich sehr gut. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich es jetzt geschafft habe, Kills zu bekommen. Aber irgendwie haben wir es gemacht. Vielleicht bin ich auch zu kritisch. Ich habe einfach irgendwie das Gefühl, heute ist nicht mein Day. Aber wir haben gewonnen und das heißt, wir haben das erste Promo-Match gewonnen. Well played, mein Team. Twisted Fate hat am Anfang ziemlich eklig geroamt. Wir haben irgendwie dann auf der anderen Seite geroamt. Das hat funktioniert. Die Stats werden geladen. Das hat am Ende noch für ein S gereicht. Und der Damage war auch irgendwo da. Hat sich nicht so angefühlt. Ich lasse es einfach mal so stehen. Letztendlich, Sieg ist Sieg. Und deswegen, wir sehen uns beim nächsten Mal, ihr Lieben. Haut rein, euer Mr. Mike AP. Macht's gut.